Jo, liebe Leute, weiter geht's heute mit FIFA und wir machen heute weiter mit dem Duell beim VfB Oldenburg. Weiter geht's im DFB-Pokal auf jeden Fall. Und ja, wir wollen in die nächste Runde, wir wollen jetzt diese Saison den DFB-Pokal gewinnen. Das ist das große Ziel. Zweimal waren wir im Finale, zweimal verloren, einmal Leverkusen, einmal gegen Dortmund. Ja, Lasse Meier geht nach Chavez. Du bekommst doch die Chance, klar. Da war mal ran. Kees Peters. Mann aus den Niederlanden damals geholt. So, geht auf jeden Fall weiter mit dem nächsten Duell. Ich gehe gegen Oldenburg. Jetzt kann ich hier mal ein bisschen. Werde ich auch ein bisschen rotieren, weil es sind einige Spieler dabei, die ein bisschen angeschlagen sind. Also, was heißt angeschlagen? Die sind einfach ein bisschen. Nicht zu 100% fit. Sagen wir es mal so. Eckloff mal. So, ich habe ja viele Verteidiger auf der Bank. Klefisch mal ran. Kann Ulrich eigentlich offensive spielen? Ja, auch Ulrich kann ja offensive spielen. Das hat gesagt, möchte spielen, ne? Du möchtest als Rechtsverteidiger antreten heute für Fischer. Ja, tust du mal. Rote geht rauf auf die linke Seite. So, Horn darf mal von Beginn an heute ran. Pinto. Keller heute mal für den Kapitän, für Aubameyang, der heute mal nicht im Kader steht. So, Pereira für Fischer, Sterner für Andresen. So, dann haben wir zumindest mal ein bisschen rotiert. Ja, ich müsste eigentlich noch einen Linksverteidiger austauschen. Darf Andresen kommen? Andresen spielen wir heute von Anfang an. Jo, passt soweit. Auf geht's ins Match. In Oldenburg. Gibt es die Überraschung, dass die Oldenburger uns tatsächlich auf den Pokal werfen? Oder können wir tatsächlich es schaffen, in die nächste Runde einzuziehen? Das ist das große Ziel. Das wollen wir auch haben. Aber steht halt wieder Länge. Ne? Gut, gehen wir rein. Jetzt Match. So. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Ihre beiden Kommentatoren heißen Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und wir sind heute zu Gast bei einem Spiel im DFB-Pokal. Und das ist natürlich eine Partie, die viel verspricht. Das spürst du auch an der Atmosphäre hier im Stadion. Die Gäste sind der Favorit, was den Einzug in die nächste Runde angeht. Da machen das ist klar. Aber im Fußball haben wir das schon oft erlebt, dass es ganz anders kommt. Von daher erstmal abwarten. Wie gesagt, wir haben ja ein bisschen rotiert. Daher. Hier ist die Aufstellung. So spielt die Heimmannschaft heute. Sie wollen das Spiel heute breit machen, versuchen es mit einem 4-3-3. Da dürfte viel über die Außen gehen, über die beiden Außenstürmer. So, das ist die Aufstellung der Heimmannschaft, des Drittligisten. Heute mit einem Heimspiel. Aber nochmal, wir wollen heute in die nächste Runde. Wir müssen irgendwie in die nächste Runde. Wir sind ja Favorit durchaus. Hier kommt die Aufstellung der Gäste. Sie entscheiden sich für ein 4-4-2 mit Raute. Eine beliebte Taktik, weil du damit für Lücken sorgen kannst, gerade über das Tempo im Mittelfeld. So. So. Ich
Lasse Meier hat sein Bundesliga-Tor letztes Mal gespielt gegen Hoffenheim und heute geht es im Pokal. Wird das dann deutlich einfacher werden. Aber wie gesagt, kann auch so ein absoluter Grützentag passieren heute. Dass wir heute nichts auf die Ketten bekommen. Mal schauen. Erstmal ist es Piri, Peters. Der hat gesagt, ich will mal spielen wieder. Lass mich mal an heute. Trainer sagt, jo, passt. Machen wir so. Und da wollte man zeigen, dass er kein. Rote. Ja, sehr dribbelstark. Macht das richtig gut. Und als Oldeboer. Was für ein Tor. Wunderbar. Ja, so muss man auf jeden Fall auftreten, wenn man ein Favorit ist. Bevor der Underdog direkt, okay, könnte was gehen. Direkt das frühe 1-0. Rote, Novoa, 0-1. Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene. Erst kommt die Flanke, dann kommt der Volley. Die Situation perfekt gelesen, die Technik stimmt. Da ist alles drin, was du brauchst. Präzision, Druck, einfach nur gut gemacht. So, da hätten wir also das 1-0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jedenfalls ist es das 1-0. Für die Spielvereinigung Bayreuth. Buchtmann. Starke. Jetzt wird's gefährlich. Nee, aus der Chance. Peter sagt, jo, ist meiner. Jetzt nehmen wir mal so. Der Gegner am Ball. Wie gesagt, nur ein Aubameyang zum Beispiel steht heute gar nicht im Kader. Meier. Elfmeter. Oder auch nicht? Sie verlieren den Ball. Das war für mich, war das ein Foul? Und dann wäre es definitiv ein Elfer gewesen. Da müssen Sie aufpassen jetzt. Da sind Sie mit diesem Pressing. Meier läuft an und sagt dann, passt. Pedro! 2-0! Jetzt sind Sie mit zwei Toren vorne. Tolles Tor, wichtiges Tor. Jetzt darf er sich hier feiern lassen. In der zweiten Liga noch Stammspieler, in der Bundesliga nicht mehr so wirklich. Da ist nämlich Starner wieder auf die rechte Seite, wenn man aber Schelderup hat. Der Norweger vom BRC geholt. Der auf der linken Seite spielt und Starner wieder eins auf seiner angestammten rechten, die er ja in der dritten Liga noch gespielt hat. Ja, also, hochzufrieden sein, hat seine Mannschaft der nächste Schritt in Richtung Weiterkommen getan. Spielstand 2-0. Im Moment läuft es natürlich für sie. Wie weit geht es diese Saison? Kann Cheftrainer Thomas Kleiner mit seiner Mannschaft den ersten Titel holen? Da wäre ja in nächster Saison international. Also sagen wir mal, ja doch, den ersten hat er ja nicht. Er hat ja zweite Liga. 3-0. Da machen sie das Abseits. Tor, aber es zählt nicht, Buschier, die Fahne ist oben. Boah, das war eng. Das wäre fast schon die Entscheidung gewesen. Klar. Der kann nicht zählen, dieser Treffer. Es war auch Abseits, es ist die richtige Entscheidung. Ich habe mich nur gewundert, warum er nicht gepfiffen hat. Er hat dann nachträglich gepfiffen. Und damit war es die richtige Entscheidung. Super, wenn man nicht meckern, weitermachen. Klasse durchgesetzt. Nur boah. Da ist die Chance. Jetzt macht das. Ist der gefährlich. Alle wissen es, aber stoppen kann ihn keiner. Doppelpack. Ganz 0-3, 24. Minute, nur 2 Minuten nach dieser Absatzsituation. Macht er sein weiteres Tor. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Erst zieht er an seinem Mann vorbei. Und damit dürfte er eigentlich schon jetzt genau klar sein, dass der Bundesligist hier in die nächste Pokalrunde einzieht. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Das dürfte eigentlich die Entscheidung sein, weil Oldenburg findet überhaupt gar nicht statt. Die laufen nur hinterher. Setzt sich durch. Gute Ballführung und das will er jetzt alleine machen. Maja, 4-0. Sie machen es viel zu einfach. 29. Also, Minute und jetzt ist es definitiv durch. Und damit haben wir die relativ leichte Hürde Oldenburg genommen. Jetzt ist nur die Frage, wie hoch wird das ganze Ding hier werden heute? Da ist nochmal die Wiederholung dieses Tores. Vor 2 Jahren war ja noch in einer Liga. Und dann ist das wunderbar gemacht. Novoa, Meier, 0-4. Setzt sich durch. Perfekt. Nee, warte ich, Novoa. Es kommt zwar Pedro dann auf der rechten Seite. Wie auch immer. Es ist jedenfalls das 4-0.
Große Freude auch am Spielfeldrand. Er ist zufrieden mit der Leistung seiner Lasse Mannschaft. Lasse Meier Doppelpack. Es doch eigentlich jetzt. Ja, wie gesagt, der wird gehen. Dachte ein Saison. Einseitiges Spiel heute. Schauen Sie sich diesen Spiel an. Will ja noch unbedingt noch mal, muss dann wahrscheinlich noch mal in der Winterpause auf den Transfermarkt aktiv werden. Man will ja einen Innenverteidiger holen. Dazu ein wenig die Präzision gefällt. Die Frage ist, wer wird das werden? Man will ja die Defensive noch mal ein bisschen stabilisieren. Jetzt wird es die Auswechslung geben. Die Gäste kontrollieren den Ballbesitz und sie setzen diese Gelegenheit immer wieder in Gefahr. Heute werden sie wahrscheinlich nicht allzu große Probleme kriegen. Es sei denn, es passiert hier nochmal überhaupt irgendwas. Aktuell haben sie den Ball nicht. Jetzt ist erstmal die Abwehr gefragt. Buddy. Klasse Chance jetzt. Und da ist das. Naja, so viel zum Thema. 1-4. Bochtmann. Da ist er ganz einfach durchgegangen, nicht aufzuhalten. Und dann ist der Ball drin. 4-1 jetzt also. Buchtmann auf jeden Fall mit dem 1-4. Da muss er hin und holt. Rote, der kann gerade nichts vorbei. Ja, die Frage, was passiert hier noch? Eigentlich ist das Ding meiner Meinung nach durch gewesen. 0-4, dann nicht mal eine halbe Stunde und plötzlich trifft der Außenseiter hier mit 1-4. Und Bayreuth hofft, dass er jetzt vielleicht doch nochmal. Engel. Dominierendes Ding hier ist bisher ein klasse Spiel. Schön, wie sie da die Offensive unterstützen. Aber lass mal jetzt vor der Pause noch das zweite fallen. Ja, so nicht. Da fehlte einiges zum Torerfolg. Dann wird wechseln. Jetzt hier gewechselt. So, eine Minute kriegen wir hier noch oben drauf. Ich sage, das ist natürlich ein guter Pass. Die Defensive steht. So, Nouveau. Der jetzt auf Tempo geht. Nouveau. Und damit ist Pause. 1-4. Jetzt geht es erstmal in die Kabinen und dann. Was macht der VfB jetzt noch? Was können sie jetzt noch? Das sieht gut aus, was er bisher macht. Er hat seine Tore gemacht, Novoa. Boah, Ingolstadt. Ah, gut, Ingolstadt, Leipzig 4-4 in der Verlängerung. VfB führt bei Union mit 2-1. Schalke Verl 1-0, ja. Aber es ist mir so, momentan sieht es noch nicht so aus. Magdeburg in der Halbzeit gegen Dortmund. Also nicht, dass die Dortmund in der ersten Runde fliegen. Mal schauen, was die zweite Halbzeit hier noch bringt. Klar, es sind noch Dortmund ist hier uns Titelverteidiger. Die haben das Ding letzte Saison gegen uns gewonnen mit 3-0. Das müssen sie eigentlich packen. Nicht, dass die Magdeburger gerade den Titelverteidiger rausschießen. Die Halbzeit sieht so aus. Aber mal gucken. Sehr guter Einsatz. Was doch passiert. Jetzt erstmal auf uns gucken. Nur boah, erstmal. Das macht er gut. Meier. So, das nächste Tor, und es wird immer deutlicher. Vorsprung ist klar, 4 Tore, die lassen hier nichts mehr anbrennen. Man rollt langsam. Da schauen wir uns das Tor nochmal an. Zunächst der wirklich gute Pass in die Tiefe. Da ist er einfach. Ja, der Meier, der geht ja, wie gesagt, nach Leganés. Viel zu schnell. Für nicht mal etwas über 2 Millionen. Und mit dem Spielstand von 5-1 geht es hier weiter. Nouveau. Steilpass. Fällt das Tor doch noch. Ui, er hat eine Chance. Wichtiges Tackling hier. Super Parade, also den hält nicht jeder. Ja, der hätte auch durchaus drin sein können. Vielleicht können sie diesen Schwung jetzt auch offensiv nutzen. Mogala. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Jetzt der Pass auf. Und da ist erstmal Schäfer. Sie machen zu. Der aber zumacht. Ja, abseits war es nicht. Wisst ihr jetzt. So. Nur noch der Torwart. Krasnici. 2-5 nur noch. Also plötzlich, hier spielt auch noch eine Truppe mit. Hollenburg. Das Tor nochmal in der Wiederholung. Erst der gefährliche Steilpass. Und hier sehen wir, schöne Schienenverteidigung durch. Abwehr einfach abhängt. Und dann macht das Krasnici mit dem 1. Ruhe, mit dem 2-5. Cool im Tor unterzubringen. Der aktuelle Stand hier lautet 5-2.
Ja, nicht, dass hier wirklich noch mal was passt, noch mal ernst wird. Das macht er sehr gut. Jetzt gibt's einen Einwurf. Ah, Mann! Die Mitspieler bieten sich an. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Ah, Mann! Spielt das Ding noch ein bisschen gefährlicher durch. Käfisch kommt nicht durch. Sehr dribbelstark, da sehen wir es wieder. Ja, was gibt er jetzt? Ja, ja. Gelb. Aber gelb bekommt er dafür wohl. Ich glaube schon, das war gelb. Und wieder ist es Morgada. Absolut vertretbar, beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. So. Gut, wie er den Ball abblockt. Und Pedro. Gut dazwischen gegangen. Tolles Zuspiel. Aber am Ende kommt doch nichts raus. So. Sie können kontern. Hugo Novoa. Über Tempo. Oh, der muss ja schon sein. Als der Verteidiger der Gäste hier. Das ist noch gefährlich. Schön befreit. Das war eine vielversprechende Aktion. Erstmal raus damit. Ja, Morgada darf jetzt nicht grätschen. Pass bleibt hängen. Schöner Pass da. So. Abseits. Abseits. Frage. Rote. Das war schön zu sehen, wie der Vorstoß ein Tick zu früh kommt. Und dann machst du es der Abwehr natürlich leicht. Ja, aber da muss die Abwehr aufpassen. Irgendwann geht sowas gut. Irgendwann kommt dieser Pass perfekt und dann wird's gefährlich. So, jetzt der Konter über Andresen. Ja, das wird gecheckt hat. Abwehr muss aufpassen. Flanke kommt in die Mitte. Na, da kann er erstmal klären. Zunächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Und damit war es das erstmal da hinten. Da wäre Platz für einen Kotter. Da kann er ihn stoppen. Ja, gut, aufgepasst da jetzt mal. In der Innenverteidigung, Andresen über die rechte Seite, über die linke Seite. Keine gute Flanke, einfach. Na, viel wird da nicht mehr passieren. Oldenburg hat es durchaus erstmal offener gestaltet in der zweiten Halbzeit. Weiter spielen, er hat auch Vorteil entschieden. Klasse, da sieht er, dass sich eine Chance ergeben könnte. Da entscheidet er auf Vorteil. Sehr gut gemacht vom Schiedsrichter. An die Latte. Sicher nach hinten gespielt. Und damit war es das. Man zieht in die zweite Runde ein, man löst die Aufgabe Oldenburg durchaus souverän. Man hat aber wieder Probleme in der Defensive gehabt. Also das war wirklich überzeugend, wie sie in dieser Runde aufgetreten sind, wollten den Sieg und haben ihn sich geholt. So, 2-5 mit der zweiten, quasi zweiten Garnitur hat er auf jeden Fall gemacht. Was er heute gezeigt hat, ist er natürlich unverzichtbar für die Mannschaft. Ja, Lasse Meier, ja, 3 Tore in den letzten 2 Spielen. Traf gegen Hoffenheim zum 5-1, traf hier. Und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Ebenfalls zum 5-1. Daher, aber alles gut. Man hat die Aufgabe gelöst. Und zieht, wie gesagt, so problemlos in die zweite Runde ein. Das ist der Plan gewesen. Sie mit diesem Pressing erfolgreich. Ja, man hat es, wie gesagt, immer seine Probleme bekommen. So, verdient, definitiv ist es. Magdeburg verliert gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, damit in Dortmund 1-2 noch. Schade. Wir gucken gleich auf die Ergebnisse der ersten Runde. Sehen uns aber dann erst morgen wieder mit dem Duell gegen Freiburg.